Hallo, mein Name ist Tayo und heute möchte ich mit euch über meine Erfahrungen mit dem Zoll und diesen Beauty-Abo-Boxen sprechen. Das wird jetzt ein wenig länger dauern, deswegen empfehle ich euch, ein Heißgetränk eurer Wahl bereitzustellen. Also, im vergangenen Jahr habe ich diverse Beauty-Abo-Boxen kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen, um diese auf meinem YouTube-Kanal und auch auf Instagram vorzustellen. Ich habe jedes Monat 9 verschiedene Boxen zugeschickt bekommen. Der, die das eine oder andere da draußen mag, das jetzt ja vielleicht als toll und attraktiv empfinden, ich zähle da nicht so wirklich dazu. Egal. Wenn man sich mit diesen Dingen ein wenig beschäftigt, dann fallen einem auch andere Produkte und andere Firmen, die so etwas fabrizieren, ins Auge. Mich hat die Look Fantastic Box angesprochen. Die habe ich nicht zugeschickt bekommen, aber irgendwie der Inhalt und Preis, Leistung und Aufmachung und so weiter und so fort, habe ich persönlich zum ersten Mal jetzt so im Privatbereich es wirklich attraktiv und ansprechend empfunden. Die Odyssee beginnt jetzt, Achtung! Das Jahresabo habe ich am 21. Dezember online natürlich abgeschlossen. Bei der Look Fantastic Box ist immer der erste des Monats der Stichtag. Das heißt also, in diesem Fall wäre meine erste Box noch die Dezember Box gewesen. Wäre. Direkt am nächsten Tag kam bereits die Versandbestätigung mit Sendeverfolgungsnummer. Dass in diesem Zeitraum, dass mit dem Versand alles drunter und drüber geht, Weihnachten und so weiter und Corinna, egal, war mir schon klar. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass ich die Box noch im selben Jahr bekomme. Direkt am 1. Januar kam dann schon die Versandbestätigung der Januarbox per E-Mail zugeschickt und abgebucht wurde selbstverständlich auch schon. Egal. Dann irgendwann so um den 23., 24. Januar rum, habe ich mich dann schon mal gefragt, wann denn jetzt mal eine Box kommen könnte. Dann habe ich eine Anfrage bei Look Fantastic gemacht, also online. Das kann man nur online machen, im Kundenportal, direkte E-Mail-Adresse gibt's nicht. Zum Kundenservice kann ich sagen, dass die Reaktionszeit grundsätzlich immer 3 Tage beträgt. Und in einem von 10 Fällen auf die Nachricht, die man schreibt, eingegangen wird. Und die ersten 4 oder 5 Antworten, die kamen, waren so automatische Bausteintexte mit wo ist meine Bestellung. Es kann bis zu 2, 3, 4 Tage dauern, bis die Bestellung kommt. Labadilaba, Sendeverfolgung im Kundenportal einsichtbar. Labadilaba. Irgendwann dann kam ich endlich mal an eine echte Person, die das auch durchgelesen hat. Der Typ hat mir dann zurückgeschrieben, dass die Box bereits versendet wurde. Und er wundert sich, dass die Box noch nicht bei mir angekommen ist und sie ist vermutlich beim Transport verloren gegangen. Laut der Sendeverfolgung hat man ganz genau gesehen, dass eben elektronisch die Daten übermittelt wurden, aber das Paket niemals aufgegeben wurde. Das habe ich dann auch so geantwortet. 3 Tage später hat mir dann eine Frau, eine Dame, eine Lady zurückgeschrieben, dass die Dezemberbox, was hat sie gesagt? Die Dezemberbox ist leider mittlerweile ausverkauft, sie erstattet mir den Betrag. Da kann man sich jetzt auch fragen, welche Antwort stimmt denn jetzt eigentlich? Weil dann kann ich ihrer Antwort ja auch keine Glaubwürdigkeit zuschicken oder zuschenken. Egal, es wird ja noch viel schlimmer. Mittlerweile war es dann schon Februar, ja. Die dritte Box wurde dann auch schon abgebucht, aber noch nichts angekommen. Naja, und aufgrund der Nichterfüllung des Vertrages, den wir ja abgeschlossen haben, habe ich dann auf meiner Bank den monatlichen automatischen Abbuchungs-Einzugsermächtigungs-irgendwas beendet, also blockieren lassen und habe schriftlich sowohl in meinem Kundenkonto als auch als eingeschriebenen Brief per Post, das war teuer nach Großbritannien, einen netten Text verfasst, in dem ich eben aufgrund diverser Punkte vom Vertrag unwiderruflich zurücktrete, weil eben Nichterfüllung und so weiter und so fort. Ich kann so ein Mustertext mal unten reingeben in die Infobox, falls das irgendjemanden interessiert. Da ist nur ein Vogel geflogen, Entschuldigung. Schwuppdiwupp, 3 Tage später kam per SMS eine Versandbestätigung über DHL Express. Der Absender war der Hut Group, also das ist der Firmensitz von der Look Fantastic Box in Großbritannien. Das Paket ging irgendwie zuerst von Großbritannien nach Bratislava, von Bratislava nach Düsseldorf und dann von Düsseldorf nach Linz.
Und das alles innerhalb von einem Tag. Das ist ja also Umweltverschmutzung hoch 25. Ein paar Minuten später kam übrigens noch einmal so eine SMS mit einem Paket von einer komplett fremden, mir unbekannten Person aus Wien. Also Datenschutz, adieu, würde ich sagen. Am nächsten Tag erhalte ich dann plötzlich eine Mitteilung vom Zoll. Der Zoll benötigte von mir die Rechnung, einen Lieferschein, Auflistung des Inhaltes sowie der darin enthaltenen Warenwerte. Ja, lustig, wenn ich das nicht bestellt habe und nicht weiß, was drin ist. Woher soll ich das wissen? Das habe ich dann eben den Zoll auch so kommuniziert per Telefon. Die war sehr unkooperativ, muss ich sagen. Und deswegen habe ich es dann per E-Mail auch nochmal gemacht. Beim Zoll ist scheinbar die Reaktionszeit, also zumindest hier bei mir in Österreich, auch grundsätzlich 48 Stunden. Was ja ein raffinierter Schachzug ist, denn der Zoll kassiert ja pro Tag, pro Kilo eine Gebühr. Um das jetzt mit dem Zoll abzukürzen, diese Zollgeschichte hat mich über 2 Wochen lang beschäftigt, das war unerträglich, unkooperativ, das kann man sich nicht vorstellen. Da bekommt man einfach keine individuelle Antwort, es ist immer 1:1 dasselbe Satzerl geschickt worden. Und ich habe wirklich klar und deutlich reingeschrieben, dass ich das Paket nicht erhalten habe, dass es vermutlich so eine Box ist, die ich aber nicht abonniert habe und über den wahren Wert und Inhalt nicht Bescheid weiß. Dann endlich nach elendslangen Telefonaten habe ich ein Foto vom Inhalt bekommen, weil das wollten sie mir vorenthalten und auch das Etikett und den Versandkarton, da habe ich auch kein Foto erhalten. Das heißt, es war mir quasi unmöglich zu wissen, was das jetzt ist, weil es hätte ja auch eine andere Box sein können. Endlich, Halleluja, wusste ich über den Inhalt Bescheid. Daraufhin konnte ich dann kurz und knackig schreiben, ich habe dieses Paket nicht erhalten, deswegen wusste ich auch nichts über den Inhalt und bla bla bla. Somit kam das Paket direkt retour an den Absender. Wie ich in der Sendeverfolgung dann nachverfolgen konnte, wurde das kommentarlos auch so gemacht. Direkt am selben Tag noch. Wow. Es geht noch weiter. Direkt am selben Tag kam das Paket sogar noch in Großbritannien an, das heißt von Linz nach Großbritannien innerhalb von ein paar Stunden. I don't know. Und dort wurde die Annahme des Paketes verweigert. Somit war dann irgendwie über Ecken und Kanten für DHL dann ich der neue Auftraggeber bzw. ich der neue Absender. Das hatte dann zur Folge, dass das Paket an mich retourniert wurde. Diesmal zum Glück, Halleluja, nicht als Express. Und schau mal an, ich habe es ganz normal bekommen, es lag vor meiner Tür. Kennt sich da jemand aus? Also ich nicht. Der, die das liebe, gute Zoll, hat sich damit aber auch noch nicht zufrieden gegeben. Die wollten nämlich die Lagergebühr pro Tag, pro Kilo und so weiter und so fort dann bei mir einfordern. Sicher nicht. Hat eigentlich jemand mitbekommen, dass ich nicht mal ein aktives, vorhandenes Abonnement hatte? Als Resümee muss ich jetzt wirklich sagen, und diese Floskel mag ich eigentlich gar nicht, aber es ist so treffend, das ist absolut No-Go. Das ist No-Go, das geht einfach nicht. Nö. Unprofessionell, unkoordiniert, unkooperativ. Nö. Und der Kundendienst ist sowohl bei DHL, Zoll, was auch immer, als auch bei Lookfantastic/TheHut Group unter aller Sau. Katastrophe, wirklich katastrophal. Vor allem, es kommt ja auch noch dazu, ich bin in Österreich und habe es auf lookfantastic.at bestellt. Da kann man schon annehmen, dass es die Österreich-Variante ist, weil auf der deutschen Lookfantastic-Seite kann man zum Beispiel nicht nach Österreich bestellen. Absolut inakzeptabel. No way, keine Chance. Hattet ihr auch schon mal so Probleme mit dem Zoll bzw. mit diesen Beautyboxen und Abos und so weiter und so fort? Ins Kommentarfeld reinschreiben, das würde mich jetzt nämlich wirklich ernsthaft interessieren. Mir war das auf jeden Fall eine Lehre und ich bestelle nichts mehr bei TheHut Group. Muss ich leider so sagen, ist so, ne? Aber ich kann nichts dafür, das seid echt selber schuld. Einen abschließenden Tipp noch für alle da draußen, die selbst irgendwie Probleme mit Zoll, TheHut Group, Speditionen haben. Man muss da leider hartnäckig sein und schreiben, schreiben, telefonieren, telefonieren, schreiben, schreiben, telefonieren, telefonieren. Ich persönlich mag das lieber schriftlich, weil dann hat man es eben zum Nachverfolgen schriftlich, weil Telefonat ist im Grunde nichts wert. Und im allerschlimmsten Fall zum Konsumentenschutz oder irgend sowas gehen. Ich meine, es sind nur, was waren es, 15 Euro, 20 Euro im Monat, aber trotzdem, ich meine, hallo.
Tschüss, lasst euch nicht unterkriegen, gell?